Herzlich willkommen bei Stuttgart 21 Bau-TV. Wir befinden uns sozusagen mitten im Baufeld 22. Also hier die Haltestelle Staatsgalerie, die ja noch in Betrieb ist. Zumindest die beiden Gleise rechts im Bild, hier das dritte Gleis ist außer Betrieb genommen worden. Nicht mehr nötig durch die Umbauarbeiten oben im Bereich Gebhard-Müller-Platz. Und es wurden ja immer wieder mal Fragen gestellt bezüglich Baufeld 24. Deswegen wollte ich die Kamera ab hier unten schon mal laufen lassen. Links im Bild sehen wir zwei Stützen, die gehen durch die Decke. Man sieht ja auch am Boden, an den Fundamenten, die sind neu für den Baustellenbetrieb ausgelegt worden und halten oben unter anderem die Deckenplatte der B14. Und ab hier hinter der Wand ist bereits Baufeld 24. Und an diese Tür werden wir uns später erinnern. Vielleicht kann man durch den Schlitz ein bisschen durchspiegeln. Die Tür werden wir gleich auch noch von außen sehen und dann kann man sich das ein bisschen vorstellen, wie hier die Bauverhältnisse sind. Die große grüne Lärmschutzwand. An der Sängerstraße. Ja, das Bild ist bekannt. Ein kleines neues Becken, also das große ist für die Erwachsenen und das kleine für die Babys. Hier ist die neue Zweigstelle Mineralbad Leutze. Und wir kennen die Konstruktion mittlerweile. Die Schalung für die Deckenplatte wird vorbereitet. Und wir laufen ein bisschen herum, damit wir hier links unten diese Tür sehen können. Das geht nämlich nur von hier drüben. Und unter uns, da sind diese Stützpfeiler, die direkt in den Bereich der
alten Haltestelle Staatsgalerie gehen. Ich nehme an, der eine, das ist der hier. Und der andere ist von hier nicht sichtbar, aber wir gehen gleich mal ums Eck herum wegen dieser Tür. Und da ist sie. Ja, wo bin ich denn hier? Direkt unter uns können wir sehen, Baufeld 24 wird links die Schalung vorbereitet für die Bodenplatte und es liegt auch genug Material für die Armierung bereit. Danke fürs Zuschauen und wenn es gefallen hat, bitte Daumen hoch. Ciao.